Jennifer Lawrence soll bereits Ende Februar ihr Kind bekommen haben. Nun wurde die Hollywood-Schauspielerin bei ihrem ersten Familienausflug mit Ehemann Cook Maroney und dem gemeinsamen Baby gesichtet. Ende Februar 2022 wurde bekannt, dass Jennifer Lawrence, 31, und ihr Ehemann Cook Maroney, 37, ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Das verriet eine Quelle dem US-amerikanischen Nachrichtenportal TMZ. Die Schauspielerin selbst hat die Baby-News noch nicht offiziell bestätigt. Doch nun wurde die Tribute von Panem-Darstellerin erstmals mit ihrem Neugeborenen gesichtet. Jennifer Lawrence, erster Ausflug mit ihrem Baby. Auf Fotos, die unter anderem vip.de vorliegen, ist Jennifer Lawrence in einem Faltenrock und weißem T-Shirt in Los Angeles zu sehen. An ihrer Seite, Ehemann, Kunsthändler Cook Maroney, der eine Babyschale trägt. Damit zeigt sich die kleine Familie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin hält ihr Privatleben so gut es geht geheim. Im September 2021 bestätigte ein Sprecher von Lawrence gegenüber dem US-Magazin People, dass sie schwanger sei. Im Dezember präsentierte sie dann bei der Premiere des Netflix-Films Don't Look Up erstmals ihren Babybauch. Das genaue Geburtsdatum sowie das Geschlecht und der Name ihres Kindes sind bisher noch nicht bekannt. Jennifer Lawrence und Cook Maroney sind seit 2019 verheiratet. Jennifer Lawrence und Cook Maroney haben sich 2018 kennen und lieben gelernt. Im Februar 2019 hielt Maroney bereits um die Hand seiner Liebsten an. Nachdem sich die beiden im September 2019 standesamtlich das Ja-Wort gegeben haben sollen, folgte einen Monat später eine luxuriöse Hochzeitsfeier. In Newport, Rhode Island feierte das Paar mit rund 150 Gästen, darunter Stars wie Amy Schumer, 40, Emma Stone, 33, Cameron Diaz, 49, und Kris Jenner, 66. Laut People trug die Braut ein Kleid aus dem Hause Dior.